So, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Infamous Second Son. Wir machen heute wieder weiter. Wir haben noch einige Scherben drunter unterwegs, eigentlich sind es 13 insgesamt noch, wenn ich das mir gerade mal so angucke. Aber wir machen heute erstmal dieses Ding da, die Scan-Station, also die zwei Teile hier noch. Und dann können wir mal gucken, ob wir die Mission, vielleicht machen wir dann auch den Boss direkt mit. Also ich vermute, wir wollen eigentlich heute tatsächlich das komplette Viertel wieder befreien. Also mein Ziel ist es halt immer zwei Folgen pro Viertel zu machen. Was das wahrscheinlich nicht immer klappt, das dürfte allem klar sein. Aber wir schauen unser Bestes einfach mal. Oder wir tun unser Bestes, warum ist es richtig. So, da hinten ist wieder eine Drohne. Die vermutlich hier oben irgendwo liegen wird. Ich kann ja hier hochklettern, das ist das Gute. Aha, da ist die Drohne. Eine Drohne weniger. 45%, liebe Leute. Und dann gehört das komplette Viertel uns. Also ich werde es nicht auf 100% spielen runter machen, sondern so weit, dass ich, wie gesagt, den Boss besiegen kann und den Boss angreifen. Und dann soll auch gut sein. So, auf jeden Fall haben wir jetzt noch eine weitere Drohne da hinten liegen. Die ist... Ach, oh, guck mal. Scheiße. Ja, ist gut. An die Wand mit dir, mein Freund. Hallo? Schießt du mal nicht auf mich? Klar, kein Problem. Stoppen kann ich gut. So, dann nehmen wir auf jeden Fall auch noch eine Scan-Station. So, einmal die... Doch, kann ich. Einmal kurz befreien. Geht immer. Das ist nett. Ich höre doch hier eine Drohne. Wo sind die? Die ist doch hier irgendwo. Da oben. Das sind die scheiß Drohnen. Ich höre sie doch, ich weiß noch nicht wo. Kannst du mal hoffentlich zu fahren? Wie ist die scheiß Drohne hin? Weil die fliegen drei rum und ich sehe nicht eine. Okay. Irgendwie. Oder fliegen die oben über das Haus? Ne, die dürften. Weil wir jetzt, wo mich jetzt wundern, wenn die jetzt nicht über dem Haus fliegen, hä? Ich guck mich mal gerade. Hä? Oder fliegen die. Nein, das kann nicht sein. Also unter der Straße. Das würde ich ja wundern, wenn du. Oh, das kann auch sein. Warte mal. Geht's eigentlich hier drunter? Welch eine Überraschung. So,
Krone Nummer 1. Piney Square ist auf 36% runter. So, die ist auch weg. Nur noch 34%, ansonsten fehlen und theoretisch nur noch ein paar Drohnen. Also die, das Auto, was da hinten steht, das ist egal, gehört das überhaupt zu uns? Oder gehört das zu einem anderen Viertel? Ja komm, egal, jetzt lassen wir es nochmal stehen. Wir machen jetzt ganz anders. Wir holen uns jetzt erstmal die... Dazu müssen wir auch in die richtige Richtung, die Schablonenkunst da. Der hat Dinge da. So. Also an. So, Rauch entziehen. Oh, nochmal Rauch entziehen. So. Und jetzt gehe ich da runter und hole mir das Ding. Und dann müssten wir eigentlich sogar so den Boss schon machen können. Ente. So, den. So, damit müssen wir eigentlich fertig sein, oder? Und die Welt sieht gleich viel schöner aus. Yeah. Ich habe nun kurz abgeschlossen. Wir können sogar den Boss jetzt holen. Die Viertelfinalkampfmission ist jetzt verfügbar. Ach, wir sind wieder viel zu schnell durch. Ich mache die Mission da hinten noch. So, warte mal. Wir könnten da hinten noch Scheiß Musik. Das war so immer ein bisschen Spaß. Oh, wir können also nicht schwimmen. So. Ich muss mich jetzt gerade mal. Okay, das funktioniert nicht. Sind die? Ah, da oben ist die Drohne, okay. Yep. So, 26%, die nächste Drohne down. Viel haben wir jetzt auch nicht mehr an Drohnen, glaube ich. Insgesamt, wie gesagt, laufen 13 noch rum. Oder haben wir noch, wie viel haben wir noch insgesamt jetzt hier für Drohnen? 7. 7 überhaupt im ganzen Stadtgebiet. Daneben wäre die nächste.
Dann holen wir die uns noch. Noch 6. Also ganz auf 100% kriegen wir sie sowieso nicht. Das ist klar. Ich meine, hin wäre noch eine. Nur so nebenbei gerade. Komm, die holen wir uns auch noch schnell. Scheiße. Warte mal. Wo ist denn die... Das Dröhnchen. Hier oben. Okay. Die ist... So. So, es müsste jetzt eigentlich rein theoretisch nur noch 5 sein. Ihr seht es auch. Wie gesagt, 5 im... Also 5 nicht in der gesamten Stadt, also nicht ganz Seattle, sondern 5 nur in diesem Stadtgebiet. Wir haben noch ein Audio-Protokoll, wir haben wir haben noch ein bisschen was zu tun. So, dann haben wir das auch. Und jetzt gehen wir uns mal kurz... Ich gucke mir ein bisschen auf die Uhr. Wir haben gerade mal 11 Minuten weg. Also deswegen mache ich mir gerade ein bisschen Stuff. Deswegen mache ich gerade ein bisschen Nebenarbeit, Nebenquatsch. Wo jetzt sich die Folge zwischen, wenn ich hier nehme. Moment, dann ist das Audio-System. So, also. Jemanden aus ihrem Dorf festgenommen. Er war ziemlich am Ende, aber noch bei Sinnen. Ihr komisch seid zäh. Augustin erklärte ihm, sein Conduit-Gentest sei positiv und er hätte nur eine Chance, sich ihr anzuschließen. Er hat sie angeschaut und angefangen zu lachen. Sie war außer sich. Ich erkläre, du bist auch ein Conduit-Taktik schon häufig erlebt. Funktioniert öfter als man denkt. Nicht bei ihrem Kumpel. Nicht bei ihrem Kumpel. Er hat einfach weitergelacht, bis Augustin befohlen hat, ihn nach Curtain Cay zu bringen und ihn dort verrotten zu lassen. Als sie ihn aus dem Raum gezerrt haben, meinte er, wenn Delson dich findet, grüß ihn von der Nekomisch. Ja. So. Okay. Da vorne wäre wieder so ein Polizei... ADC, ABC, wie auch immer Dingen da. ABC. Den haben wir auch. Und jetzt gehen wir hinten noch schnell die Mission machen. Dann müssen wir es also eigentlich auch durch haben. Ne? Wir nehmen die ganzen Drohnen. Dem Licht auf der Spur. Bannermann. Voll lahm, oder? Ja, ich hab's gehört. Und können wir bitte das B-Wort weglassen? Was? Bioterror? Ja, das Wort hat das DUP bloß erfunden, um den Leuten Angst vor den Conduits einzujagen, Mann.
Pass auf, wie du ihn auch nennst. Lass ihn uns einfach finden und sehen, was er uns über Augustin verrät. Und seine Kräfte anzapfen. Okay, von mir aus. Und seine Kräfte anzapfen. Ich sag's dir, das funktioniert. Okay, es gibt eine Leiche an der 5. Ecke Briar. Überprüf das, aber versprich mir, dass du dich im Hintergrund hältst. Ja? Geh zu dem nahegelegenen Tunnel und spüre sie den gefährlichen Kolid auf. Okay. Hör zu, Delson, da werden Polizisten am Tatort sein, okay? Keine DUPs. Ich unterstütze dich, aber Cops umbringen. Schon gut, schon gut. Ich schalte meine Phaser auf Betäuben. Wir betäuben den mal. Wir müssen jetzt gucken, dass er nämlich der... Uiuiuiui, wir haben Besuch. Freunden in Blau vorbei. Danke. Aber was nützen einem Rauchkräfte, wenn man sie nicht benutzen darf? Ah, so kenne ich meinen kleinen Bruder. Ja, ich habe das Opfer entdeckt. Es war eindeutig ein Conduit. Sehr auffällig. Okay. Du musst ein paar Fotos vom Tatort machen und sie mir zuschicken. Alles, was uns einen Hinweis geben könnte. Hier, die Wunden. Was für eine Kraft das wohl gewesen ist. Ein Feuerstoß oder ein Laser. Oh, vielleicht ein fleischfressender Todesblick. Oh Mann, einen fleischfressenden Todesblick hätte ich auch gerne. Auch wenn der Typ, der das war, ein oberster Conduit ist, wissen wir immer noch nicht, ob dieses Kräfteübertragungsding funktioniert. Naja, wenn's klappt, wird mein erstes Opfer der, der den Namen Bannermann erfunden hat. Bruder, vergiss das doch endlich mal. Okay, das Foto ist unterwegs, aber ich glaube, er hat geblinzelt. Reg, ich höre Sirenen, Mann. Ja, ich sehe mal nach. Ja, das DUP hat das Gebiet abgeriegelt. Ich habe den Seattle Cops geraten, sich fernzuhalten. Das muss der Conduit sein. Ich sehe mal nach. Ich muss dich mal kurz über das Dach verziehen. Wahrscheinlich wird es da vor DUPs nur so wimmeln. DUPs mit Schießbefehl. Wow, ich bremse deinen Optimismus nur ungern, aber hat deine Gesichtsdatenbank was über das erste Opfer ausgespuckt? Nein, nichts. Das Opfer ist nicht aktenkundig. Wie der aussah, hätte ich auf ein, zwei Drogenfestnahmen getippt. Ja, wir haben einige Leute hier zu Besuch gerade.
Wo sind wir? Auf jeden Fall haben wir gerade dicke Probleme. Weil wir sieht. So, Geschichte. Die Jungs haben sogar noch sich so ein bisschen Unterstützung gerade geholt. Das ist, was mir gerade gar nicht gefällt. Eieieiei. So, dann haben wir jetzt gerade mal so. Hier möglich nicht, hä? Nein, es heißt den Conduit. Mann, viel Glück dabei. Oha. Ja, fuck you. Da ist ein DUP-Konvoi auf dem Weg zum Tator. Ja, halt dich von dem fern. Sind die jetzt alle wieder da oder was? Ach, das sind die scheiß Kopfs, ne? So, dann gehen wir mal dahin. So, ich brauche dringend ein paar Autos, damit ich Kamera. Wird es da vor DUPs nur so wimmeln. DUPs mit Schießbefehl. Wow, ich bremse deinen Optimismus nur ungern, aber hat deine Gesichtsdatenbank was über das erste Opfer ausgespuckt? Nein. Das Opfer ist nicht aktenkundig. Wer aussah, hätte ich auf einen. Zwei Drogenfestnahmen getippt.
Ich muss mich da mal gerade hochbeamen. Ich brauch dringend Rauch. Oh. Geile Mission, also coole, definitiv eine gute Mission. Ich nehme gerade mal die kompletten Einheiten weg. So, ich muss erstmal die Typen da besiegen. Jetzt haben wir auf jeden Fall irgendwas Dickes dabei. Den muss ich. Fuck it, Alter! Du mit deinem Scheiß! Freiei. Da ist ein DUP-Konvoi auf dem Weg zum Tatort. Ja, halt dich von denen fern. Das ist natürlich nicht gut. Das Problem ist einfach, die spawnen alle Nummern. BTF. Wahrscheinlich wird es davon DUPs nur so wimmeln. DUPs mit Schießbefehl. Wow, ich bremse deinen Optimismus nur ungern, aber hat deine Gesichtsdatenbank was über das erste Opfer ausgespuckt? Nein, nichts. Das Opfer ist nicht akten. Da hätte ich auf ein, zwei Drogenfestnahmen getippt. Ich bin überrascht, dass du mich nicht lieber. Wenn die den Einzelnen kriege ich schon ohne Probleme besiegt, aber nicht alle auf einmal. Jetzt kommt der Dicke wieder. Ich hasse so Leute. Geh mir nicht auf die Nüsse. Ja, ist klar, Alter. So. Jetzt mal das Gute ist, die Bullen schießen jetzt auf die, oder was? Ja, wunderbar. Sollen sie mal ruhig machen. Nee, die schießt auf die. Ach, die schießt auf die komische Gangster. Ey, ey, leck mich doch am Arsch. Die sollen auf die Dings schießen. Du hattest recht, hier wimmelt es von DUPs. Die wollen diesen Typen um jeden Preis. Ihr Ruf steht auf dem Spiel. Ah ja, meine auch. Nein, heiß den Conduit. Mann, viel Glück dabei. Ja, ja, leck mich doch. Den habe ich besiegt auf jeden Fall.
Das wird jetzt eine interessante Runde werden. Jetzt habe ich dich. Wichtig ist, dass der eine schon mal weg ist. Das Allerwichtigste ist, dass der eine Dicke schon mal weg ist. Das ist... Soll herkommen. So. So. So, der ist auch down. Jetzt fehlt nur noch einer oder was? Also, dieser Conduit hat echt einen eigenen Stil. Sowas wie Nouveau gestört. Okay, ich brauche... Lass mich raten. Gesicht und Wunden. Wenn's keine Umstände macht. Okay, bitteschön. Wunden kommen sofort. Nicht nötig. Ich hab schon einen Treffer. Der Typ ist ein Drogendealer. Ellenlanges Vorstrafenregister. Such nach seinem Stoff. So erfahren wir vielleicht, warum der Schütze ihn ausgewählt hat. Finden Sie das Drogenversteck des toten Dealers. Ganz spontan haben wir die sagen, da oben irgendwo. Oben auf dem Dach oder so. Hallo Drohne. Aber gerade unwichtig. So, dann gehen wir hier hoch. Aber wisst ihr was, wir machen das doch in der nächsten Folge. Ich dachte, wir können es fertig machen, aber wir machen es in der nächsten Folge.